So, Dalle, ich möchte mal etwas testen heute. Und zwar Project Zomboid. Das fängt ja schon mal gut an. Laut und tragisch mit diesem Pärchen da. Ja, es ist ein Survival-Spiel, was Elemente von Minecraft im Endeffekt so ein bisschen vermischt mit ja, klassischer Zombie-Apokalypse und isometrischer Darstellung. Ich finde es ganz hübsch. Es ist zwar ein bisschen, ja, grafisch nicht so super modern und aufwendig vielleicht, aber ich finde gerade diese Darstellung so ein bisschen netter. Ich mag ja so isometrische Darstellungen und so weiter. Und das sind meine alten Spielstände. In einem lebe ich sogar noch. Insofern mache ich mal einen neuen Spielstand. Keine Ahnung, wie ich den nennen soll. Ich hatte gerade eine kalte Uschi, also nehme ich jetzt eine warme Uschi. So. Da muss sie natürlich Uschi heißen. Wenn der Spielstand schon so heißt. Uschi! Glas, okay, das ist da dämlich. Uschi, die Warme, so. Das muss natürlich eine Frau sein. Also sollte eine Frau sein. Nein, er überschreibt meinen Namen. Das alte Stück. Nochmal, Uschi. Die Warme. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ein paar Mal gespielt, wie man gesehen hat. Ich bin aber meistens gestorben, relativ schnell. Das heißt, ich bin total scheiße in diesem Spiel. Egal. Ja. Nimm mal irgendwie sowas. Das ist dann ganz nett. Ja, nehmen wir noch so eine hier. Das ist ja ganz hübsch. So, jetzt kann man natürlich auch noch einen. Oder jetzt kann man auch noch einen Beruf auswählen. Jeder Beruf hat irgendwie Vorteile, die hier drüben dann dargestellt werden. Keiner der Berufe hat Nachteile. Ich nehme gerne den, da hat man nämlich zwei Vorteile und die sind auch gar nicht mal so schlecht. Construction Worker. Und dann hat man hier stets 0 Punkte zu verteilen. Jetzt kann man hier positive und negative Traits wählen. Und muss man natürlich darauf achten, dass wir im Endeffekt mal wieder 0 Punkte hat. Ich nehme ganz gerne athletisch und ich möchte auch gerne was tragen können. Da gibt es zwei Varianten: Strong und Stout. Stout ist nicht ganz so stark, aber immer noch besser als nix. Das Problem ist, dass die so richtig teuer sind, die Teile. Athletic, da kann man schneller, länger rennen, ohne dass man dann halt irgendwie ermüdet. Das Problem ist bloß, man muss alles Mögliche hier schön wieder ausgleichen. Ich nehme einen leichten Trinker. Ich werde leicht betrunken, das ist kein Problem. Das sind alles so die Soft-Dinger, habe ich das Gefühl. Brooding, naja, mein Gott, schlechte Laune, das kann man länger anhalten. Ich habe immer schlechte Laune. Ich überlege gerade, ob ich das noch nehme. Ich rege mich gerne auf. Jetzt ist die Frage, bin ich kurzsichtig? Also mehr essen will ich lieber nicht, das ist ein bisschen blöd. Und ich möchte auch. Na, Panik ist auch nicht so schön. Niedrigerer Wahrnehmungsradius. Naja, da bin ich, ist meistens eh zu spät, ne? Also nehmen wir mal das. These are the end times. Ha! There was no hope of survival. Das ist die Geschichte, wie man gestorben ist. Wie man gestorben sein wird. Fängt also schon gut an. Und man startet irgendwo random in diesem Survival-Modus. Es gibt verschiedene Modi. Ich nehme über den Survival-Modus. Den finde ich ganz lecker. Ja, man startet in irgendeinem Gebäude. Und die Zeit läuft. Die Steuerung ist ein bisschen. Man muss sich dran gewöhnen. Man hat hier zwei Inventare. Das ist das eigene Inventar. Da hat man die Hauptbox. Das ist praktisch das, was man konkret wirklich jetzt sich am Leib trägt und so weiter. Ich trage gerade Hosen, Schuhe und einen Sweater, also ein irgendwie etwas zum Anziehen oben. Zum Anziehen. Und das hier sind immer die Sachen, die in der Nähe sind, die man looten kann. Das ist immer ein Nix, keine Ahnung, Boden, Leere. Und das ist immer irgendein Schrank, der in der Nähe ist. Da kann man natürlich alle möglichen Sachen mitnehmen, aber die kosten natürlich alle Platz. Hier zum Beispiel ist es so ein, sagt man, Kochtopf oder wie auch immer. Nicht Kochtopf,
Teekanne, Teekessel, so, jetzt haben wir es. Empty Mark, das nehme ich mal mit, weil das braucht man eventuell, falls man keine Wasserflasche findet, um irgendwie Wasser einzufüllen. Chips braucht man, die kann man hier so mit Rechtsklick zum Beispiel graben, man kann auch mehr markieren, aber das funktioniert noch nicht so richtig. Buttermesser, noch mehr Chips, ich will erstmal was zu essen haben, ich fühle mich hungrig. Canned Soup, ja, gib mir alles zu essen. Ich nehme auch einen Öffner mit, der war in einem anderen Schrank. Man kann ja hier so manchmal durchschalten dann. Kaffeeleiter, Matches Spoon. Erstmal ein Buttermesser, bevor ich gar keine Waffe finde. Ich brauche natürlich auch Waffen, weil hier rennen ja überall Zombies rum. Dann nehme ich alles, da kann man einfach hier oben draufklicken. Das ist jetzt der Kühlschrank, das ist alles schön. Ich glaube, das Blaue heißt, es muss gekühlt werden, oder ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, alles weiß ich auch nicht. Can Opener, das nehme ich doch gerne. Ich könnte auch eine Gabel nehmen. Ich muss erstmal gucken, ob es in meiner Bude hier, in der ich wohne, vielleicht noch zufällig ein paar gute Sachen gibt. Hallo, was ist das? Deine Waschmaschine? Warum komme ich da nicht rein in die Waschmaschine? Ich meine natürlich, warum kann ich da nicht reingucken? Was ist das? Muss mal aufpassen, weil es kann natürlich sein, dass irgendwelche Zombies hier rumrennen. Ich kann erstmal an dem Waschbecken den leeren Krug auffüllen. Das mache ich immer ganz gerne. Oh, trink erstmal. Trinken ist immer ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass sie verdursten nachher. Ja, wie gesagt, es ist gerade schon mal eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Fülle dieses Teil, genau. Und wenn das Mug of Water, also dieser Becher oder Tasse oder wie auch immer mit Wasser, oder wenn man eine Wasserflasche hat und die im Inventar ist, dann trinkt er automatisch, der Charakter. Das heißt, man muss nicht aktiv sagen, dass er irgendwie trinken soll. Essen hingegen muss man ihm explizit geben. Fernseher funktioniert schon nicht mehr, schade. Ja, ups, die Steuerung, wie gesagt, ist ein bisschen... Ein Buch nehme ich auch mal mit, falls mir irgendwann mal langweilig wird. Mir ist warm. Ich muss mich ausziehen. Ich habe wahrscheinlich wieder die Klimaanlage angelassen. Ausgemacht. Wie auch immer. Ist wahrscheinlich irgendwie Sommer hier. Deswegen renne ich erstmal im BH rum. Mir ist so warm. So, ich gehe mal nach oben. Mal sehen, was es hier so Schönes gibt. Das sind tatsächlich auch, glaube ich, Regale. Da gibt es noch ein Buch. Notebook. Ja, man braucht noch nicht alles mitnehmen irgendwie, weil man muss nachher noch Waffen schleppen und Sachen und ein Badehandtuch. Kann man auch mitnehmen, damit kann man sich abtrocknen, wenn man durch den Regen wieder Regen, wie es draußen regnet es gerade. Wenn man da durchrennt, dann kann es passieren, dass man eine Erkältung kriegt. Dann wird man krank und hat irgendwelche Mali auf irgendwelchen Fertigkeiten und keine Ahnung. Hier kann man im Bett schlafen, natürlich. Noch geht's mir relativ gut. Noch. Ich brauche Waffen! Ich brauche Waffen! Irgendwie ist hier noch... da. Noch Schränke. Ich habe einen Sheet. Die kann man nachher nehmen. Man kann entweder die zu Bandagen verursachen. verarbeiten. Das mache ich auch gleich mal. Später braucht man die, glaube ich, um Vorhänge irgendwie oder Fenster zu mit Vorhängen irgendwie zu versehen, damit irgendwie Zombies einen von draußen nicht spotten können. Ja, mehr Klamotten will ich jetzt erstmal nicht haben. Ich schleppe schon genug Scheiß mit mir um. Ich will endlich mal was Sinnvolles haben. Warum gibt es in diesem Haus nichts Sinnvolles? In diesem Haus bin ich noch nie gestartet, das heißt, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwo in einem schlechten Ort. Es ist schon 12.40 Uhr und ich muss mal nach draußen und mal gucken, was hier so los ist. Wahrscheinlich rennen hier überall Zombies rum. Ich gehe mal ins Nachbarhaus. Da sind auch schon die ersten Zombies. Da muss man aufpassen, ganz leise sein. Ich gehe durch die Landschaft und bin nass. Und das noch ein Zombie. Noch ein Zombie. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Scheiße. So. Ich muss mir langsam mein Buttermesser ausrüsten. Ja, man braucht leider am Anfang eigentlich auch noch einen Beutel oder irgendwie was, wo man seine Sachen drin verstauen kann. Sonst wird es nämlich scheiße schwer. Später. Ich möchte in irgendein Haus und einbrechen. Ich mag das. Ne, ich muss natürlich... Ich hab Hunger, mir ist nass. Oder ich bin nass, dann ist doch was da ist. Meine Geschwindigkeit ist reduziert. Das ist ein Zombie, ich muss hier einbrechen. Es kann natürlich sein, dass hier jetzt auch Zombies hier drin sind, das ist scheiße.
Mit E kann man hier das Fenster öffnen, einfach einmal drücken, dann macht es automatisch. Wenn es geht, das dauert vielleicht ein bisschen. So, dann E gedrückt halten, das hat mir eine Weile gedauert, bis ich es rausgefunden habe, dann steigt sie automatisch ein. So ist zumindest die Vorbewegung. Jetzt kann man vielleicht schon hören und sehen, ob da jemand ist. Ich habe Angst. Ich treffe immer Zombies. Wenn ich jetzt schon Zombie treffe, ja, dann wäre es schade. Ein Kühlschrank. Gib mir alles. Ich kann auch mehr essen eigentlich. Also ich bin ja schon ziemlich voll. Hier oben sieht man, wie voll man ist. Ich esse jetzt einfach mal ein bisschen was. Mac's Cheese Sandwich. Oh, das ist natürlich perfekt. Ich kann mir ein Cheese Sandwich machen. Das esse ich dann auch gleich. Eat. Sehr köstlich. Und weil ich so viel schleppe gerade, esse ich noch mehr Cheese. Dann bin ich auch gut genährt. Und dann kann ich sogar mehr tragen nachher. Das ist ganz nett. So, ich habe noch welche Regale. Ja, toll. Hier ist noch ein Ofen. Eine Frying Pan. Das ist ganz gut. Die kann man als Waffe benutzen. Genauso wie ein Rolling Pan. Das sind nicht die besten Sachen. Aber bevor man gar nichts hat, ich brauche noch einen Mug. Bis ich eine Wasserflasche finde, kann es wohl noch ein bisschen dauern. Ich sehe das schon. So, was haben wir denn hier? Ah, da ist eine Plastiktüte. Eine Plastiktüte hat einen Vorteil. Da kann man dann halt auch konkret Sachen reinmachen. Das muss man aber alles in mühsamer Einzelarbeit, ja, Handarbeit machen. Man muss das jetzt alles umswitchen. Das Buttermesser mache ich mal weg. Unequip. Das kann. Drop. Ich will meinen Rolling Pan. Die Bratpfanne nehme ich auch noch vorsichtshalber mit. Die haben eine Gewichtsreduktion, diese Plastikbags. Und da gibt es noch verschiedene andere Bags, die man haben kann. Irgendwie kann ich jetzt nicht mehr. Na, egal. So, ich muss natürlich alle, wie gesagt, drüber machen. Die haben eine Kapazität von 8. Ich mache einfach alles rein, solange es geht. Ich muss mich mal leise verhalten hier. Ich bin immer noch nass, deswegen werde ich mal ganz kurz mich abtrocknen. Dry myself. Dum-di-dum-di-dum. Schrub, 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 schrubbeli-wubbeli-wupp. So, ich mache mal alles weiter in die Tüte hier rein. Jetzt ist das Handtuch verbraucht, oder was? Achso, ich dachte schon. Nein, es ist nur nass. Ich weiß nicht, ob es automatisch trocknet, das werden wir dann sehen. Ich war einkaufen. Ich packe alles hier rein, soweit geht. Ja, man ist ziemlich lange hier beschäftigt mit Hin- und Herfüllen von Sachen. Aber es bringt halt durchaus was, wenn man halt Tüten dabei hat. Thunfisch! Die kann ich bestimmt aufmachen, die Dose. Oh, das war ein netter Sound. Instant Popcorn. Wie gesagt, ich nehme erstmal ein bisschen was mit zu essen, weil man muss halt ein bisschen... Bisschen was, sonst wird es nachher echt schwer. Später kann man dann Essen selber anbauen. Auf irgendwelchen Feldern und. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe bloß die Theorie gelernt, quasi. Also, dass es machbar ist. So. Ah! Jetzt gibt es noch was Sinnvolles. Oh, das sind bestimmt Zombies. Ist doch klar. Ich versuch's mal. Ich habe keine Waffe. Nein. Ich sperre mich erstmal ein. Mach die zu. Oh Gott. Wo ist denn meine komische... Hab ich jetzt die Frying Pan? Was hat sie gemacht? Danke. Jetzt hauen die schon an die Türen. Ich will versuchen, mal einen zu töten. Weil wenn ich jetzt nichts Sinnvolles kriege, dann kann ich sowieso gleich nochmal anfangen. Ich haue dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du bist ein blöder Zombie. Jetzt sieht man natürlich hier nichts, weil ich hier gerade... Wie viele Zombies sind denn das? Ich geh mal runter. Oder auch nicht. Nein, geh weg mir. Geh mir weg. Was sind da nicht mehrere? Es ist so klar. Komm runter. Ich hau dich. Na komm. Hallo. Nicht einschlafen. Mach doch mal hier. Ja. Zwei Stücke, ey. Die Scheiße. Oh, man sieht mir natürlich nichts hier. Batsch, batsch, batsch. Mann, hau dir doch mal platt. Ich bin total in Panik. Oh mein Gott. Ich muss mich ganz schön scheiße wehren gegen die Viecher. Schubst die ganz schön hoch, ey. Die rutschen da. Whee! Von draußen klopfen sie auch schon ran wahrscheinlich. Das wird mich nicht.
nicht wundern, wenn demnächst noch welche durch das Fenster einsteigen würden. Manche Häuser sind ja so, gesichert. Ah. Da muss ich platt machen. Batsch. So, wenn's batscht, dann ist es... Dann ist der Kopf kaputt. Und dann kommen die auch nicht wieder normalerweise. Und dann spritzt es auch ein bisschen. Mann, du gehst kaputt. Ich hasse dich. Meine Bratpfanne hasst dich auch. Mann, mach kaputt das Vieh. Mach dich weg. Das ist ganz schön widerstandsfähig. Na endlich. Da hat es auch gematscht. So. Die haben manchmal auch noch was dabei, glaube ich. Wetter, ja, die werde ich mit denen bestimmt klauen. Ich brauche eher so Hammer und so Sachen, mit denen man sich dann später irgendwie... Ah, selbstständig machen kann! Alter Potsau! Ein alter Zombie. Wie hübsch. Weg. Mann, mach dich fort. Geh mir aus der Linse. Du altes Fossil. Na, geht doch. Da klopft es schon wieder. Das heißt, da werden noch mehr in der Nähe sein. Wie viele Leute sind denn in dieser Wohnung? Ja, ist klar, da ist auch noch einer. Hallo, Tussi. Ich hasse dich. Oh Gott, ich habe Lärm gemacht. Nein! Was ist denn? Ich hasse dich. Ich wundere, wenn gleich jemand kommt. Ich hasse dich. So. Kann ich endlich mal was gucken? Auch scheiße. Mein Gott. Jetzt muss ich erstmal schnell was trinken. Ich habe Durst. Trinke mehr. Ich bin total in Panik. Deswegen treffe ich auch nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie mir geschieht. Fülle endlich mal die Teile da auf. Ich brauche so viel Wasser, wie ich kriegen kann. Füll's doch auf. Fülle. Fülle um dein Leben. Ich weiß ja nicht, ob das nicht richtig funktioniert. Fülle Mug of Water. Ich kann nicht. Boah, trinke mehr. Vielleicht trinkst du es nämlich immer gleich aus. Das kann auch sein. Eigentlich dürfte das nicht mehr zur Auswahl kommen, wenn sie voll sind. Na egal. Sind sie jetzt gefüllt oder nicht? Mug of Water. Hm, keine Ahnung. Ist vielleicht noch ein bisschen buggy. Ich meine, es ist auch noch ein bisschen buggy. Es ist ja eh noch in der Pro Alpha oder so. Ist auch wer? Nein, hier ist keiner. Okay. Mal gucken, ob hier noch was ist. Schlaftabletten, immerhin etwas. Ein Schoolbag! Ja! Das hat sich schon wenigstens halbwegs gelohnt. Weil den Schoolbag, der ist. Der reduziert es um die Hälfte, das Zeug, was ich dabei habe. Deswegen muss ich einige Sachen gleich mal rüberziehen, die so ein bisschen schwerer sind. Zum Beispiel. Hier! Was? Warum ist mein Rolling Pin hier? Geht ja mal gar nicht. Mal gucken, das Steak. Was ist denn richtig schwer? Die schweren Sachen können da gleich rüber. Vielleicht mache ich lieber hier rein. Karotten und so eine Kacke. Das kann alles hier rein. Die Bandages, weiß ich nicht, die wiegen nix. Ich habe Angst. Ich habe Hunger. Iss eine Zwiebel. Oh, vielleicht kann ich ja mit Mundgeruch erledigen. So, Schlaftabletten wegen ja auch nichts. Thunfisch. Wo sind denn die schweren Sachen? Ich hab. Die sind alle hier drin, ne? Und wenn man jetzt auf das Ding klickt, oder beziehungsweise auf das Ding, dann packt er automatisch, wenn er Sachen einsammelt, jetzt die Sachen in diesen jeweiligen Beutel dann. Soda ist fett. Ich hab gar nicht so schwere Sachen momentan. Das Buch. Vielleicht. Es ist schon 21 Uhr, sie wird bestimmt gleich müde. Dann werde ich auch mal gleich in dieser Wohnung übernachten. Mal schauen, ob das so funktioniert. Kein Zug, ist auch ganz schön schwer. Dass die so ein Kilo wiegen? Mein Gott, was hast du für eine riesige Portion? Wo ist denn mein Öffner? Jetzt bin ich drowsy. Jetzt kann ich nämlich auch schlafen. Kein Opener. Da kann man nämlich dann auch dementsprechend das öffnen. Jetzt habe ich meine eigene Tasche gepackt. Wie auch mal. So, dann gehe ich gleich mal schlafen. Aber erstmal muss ich noch gucken, was hier drin ist. Das Problem ist, man muss auch immer relativ rechtzeitig schlafen gehen. Oder sonst kommt man irgendwie durcheinander mit der Zeit und die schläft nämlich echt lang, die Olle. Ich gehe schlafen. Ja, ich mag es, in dieser Atmosphäre schlafen zu gehen.
So. Schlaf, 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 schlaf. Und das Problem ist nämlich auch, dass es relativ, also richtig, richtig dunkel wird. 5 Uhr morgens. So. Und schon bin ich wieder wach. Und der klopft immer noch an die Tür. Der Zombie. Sind das hier zwei? Nee, das ist nur einer. So, ich möchte raus. Seid ihr alle tot? Achso, hast du noch was dabei gehabt? Du Zombie, du. Ich habe einen Kamm. Naja. Ich werde gleich noch was trinken in dieser hübschen, hübschen Wohnung. Und zwar. Windows gerade irgendein Scheiß. So. Trink, 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 trink. Lecker. Ich bin lecker. Was war doch gleich hier drin? Wäre auch noch was? Eine Waschmaschine und das war's. Dann gehe ich doch am besten wieder übers Fenster raus. Wie gesagt, ich müsste am besten zu irgendeinem Warenhaus oder sowas, damit man irgendwie sinnvolle Gegenstände kriegt hier. Sonst ist es echt... Ich gehe mal raus. Ganz leise. Wiedersehen. Ich muss mich hier rausschleichen. Oh, die 1000 Zombies. Wiedersehen, ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht gesehen, habe ich gesagt. Nein, geh mir weg! Ich hasse dich! Okay, ich gehe durch. Querfeld ein. Da macht man natürlich mehr Lärm, weil man rennt ja und so. Wow! In den Hauptstraßen und so weiter sind ganz viele. Wow! Ich werde trotzdem mal hier durchrennen. Ich habe ja keine andere Chance. Überall Zombies. Das Problem ist, es ist noch relativ früh. Man sieht noch nichts. Hier ist ein kleiner Laden. Aber der ist so voll. Das letzte Mal hier war, da war da nichts los. Wow, den habe ich fast überrannt. Und wie gesagt, die Steuerung ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin auch manchmal am Krampf kriegen hier. Ich weiß, im Norden gibt es auf jeden Fall ein Bahnhaus. Das Ziel ist wohl im Endeffekt, dass man erstmal überlebt, die erste Nacht. Das habe ich gerade gemacht. Und dass man dann so ein paar Sachen sammelt. Und wenn man die Sachen gesammelt hat... Dass man dann versucht, irgendwie sich ein bisschen ein Leben aufzubauen, sage ich jetzt mal. Ah, da sind Viecher drin. Nee, dann spiel ich mal weiter in die nächste Hütte. Ist hier was drin? Immer ist am besten durch die Dings gucken. Ist da wer drin? Ich kann das nicht sehen. Ich steck mal ein. Ich zücke gleich meine Pfanne. Hallo, Pfanne zücken. Danke. Ist schon mal nichts drin. Dann guck ich einfach mal nach, ob es hier was gibt. Muss ja jede Möglichkeit wahrnehmen, die es hier so gibt. Es gibt Munition. Nutzt mir noch nichts, weil ich habe noch keine Waffe. Zigaretten brauche ich, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich so ein bisschen nervös bin oder sowas. Dann reduziert das den Stress und so weiter. Aber die sind relativ schwierig. Aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Ich nehme sie mit, ich nehme sie mit, ich nehme sie mit. Achso, ich hätte jetzt gleich mal in meinen komischen Superbeutel daneben so, legen sollen. Damit das Gewicht, wenn so, das Gewicht richtig schön reduziert. Ich weiß auch gar nicht, ob sie gegen Panik helfen. Ich werde es gleich mal testen. Ich werde mal eine Zigarette rauchen. Esse eine Zigarette. Oh. Echt, ich kann die essen? Euer Ernst. Mmh. Köstliche Zigarettenqualität. So wohl genährt. Also das ist sehr... Ich habe Angst. Es ist viel zu nah an irgendwelchen Straßen, da könnten eigentlich nur Zombies dran sein. So werde ich erstmal hier rumrennen und das mal gucken. Weil hier Zombies sind. Was ist doch? Ich hasse euch alle. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Geht weg, ihr blöden Zombies. Na, geht doch. Ist doch hübsch. Vielleicht habe ich ja wenigstens was bekommen. Was Hübsches. Naja. Pornomagazin oder so. Keine Ahnung. Weg damit. Hier war wohl schon einiges los. Noch ein Schoolbag, das ist immer gut. Das ist schon mal sehr gut.
auch immer langsam bessere Waffen als. Also die Axt ist wohl das Beste. Ein Baseballschläger ist aber auch schon sehr gut. Perfekt. Das nehme ich sofort und rüste ihn auch aus, den Baseballschläger. Der ist aber auch gut schwer. Dumm, die 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 dumm. Dann brauche ich aber auch das Rollding nicht mehr. Das kann ich dann wegmachen. Nehme ich lieber die Pfanne noch mit. Ich mag Pfannen. Pfannen haben Style. Jetzt bin ich mir auch schon sonst überlastet ohne Ende. Mug of Water. Die ist ausgerüstet. Die Frying Pan packe ich einfach mal hier rein. Hatte ich nicht noch ein Schoolbag? Oder habe ich den irgendwie eingepackt? Ja, tatsächlich, ich habe den Schoolbag in den Schoolbag gepackt. Was natürlich total clever ist. So, jetzt habe ich zwei Schoolbags. Jetzt kann ich alle Sachen aus der Tüte eigentlich. Aber wenn das einfach ginge, mache ich einfach mal hier rein. Ein Schoolbag. Weil die. Weil ich damit ja mehr. Gewicht spare. Wenn ich nachher spätere, schwerere Sachen habe, dann muss ich wieder umrollen. Das ist wohl auch klar. Leider. Ja, mein Sweater packe ich auch erstmal weg. Den brauche ich ja nicht. Mir ist ja gerade sehr warm. Und ich brauche erstmal wieder Wasser. Oh, so. Ich mache die Tür mit der Keule auf. Hallo? Ich will das aufhören. Na los. Und jetzt trinken. Trink um dein Leben! So. Jetzt werde ich jetzt mal die Küche plündern. Das macht doch immer Spaß. Zu gucken, was man hier so in der Küche findet. Erstmal in der Wasserflasche. Ich will mal diese Max nehmen. Wenn man nachher längere Strecken läuft, dann braucht man definitiv eine Wasserflasche. Sonst wird es echt unangenehm irgendwann. Jetzt bin ich schon zu schwer. Hier ist schon mal übrigens noch ein Plastikberg. Ja, ich überlege, was ich alles mitnehme. Eigentlich ist das schon so ein bisschen Blödsinn, was ich hier nehme. So, ich brauche noch ein paar Max. Ich fülle die erstmal alle, bevor ich. Weil sonst. Nehmen sie alle. Fülle alles. So. Und. Ich bin nicht überladen, aber gerade so noch. Ja, noch mehr Plastiktüten brauche ich erstmal nicht. Ich weiß gar nicht, ging es hier hoch? Nee, ging es hier hoch. Was war da hinten? War ich auch schon drin? Das war das Badezimmer. Ja, die ist auch nicht hier drin, ne? Okay, dann werde ich jetzt gleich weitergehen. Ich mache erstmal eine Pause. Pause mache ich auch mit hier. Pause.